Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich muss diese Woche leider wieder ja eine Auswahl treffen. Es hat einfach zeitlich nicht gereicht für alle Spiele. Ich versuche es in den nächsten Wochen wieder hinzubekommen, will aber nichts versprechen, was ich nicht unbedingt halten kann. Auf jeden Fall habe ich mich für diese drei Spiele entschieden. Ich hoffe, es gefällt euch. Trotzdem, vielen Dank fürs Reinschalten. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit Stuttgart gegen Bochum. Abstiegskracher in Stuttgart. Der VfB hat sich von Materazzo getrennt. Nun ist der erste Saisonsieg im Visier gegen den VfL Bochum und eigentlich gegen den Tabellenletzten auch Pflicht. Aber der VfL Bochum hat die ersten drei Punkte eingefahren beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Die erste Chance gehörte aber den Schwaben Thiago Thomas, zielknapp am rechten Pfosten vorbei. Muntere Anfangsphase, der VfL Bochum spielte dann auch nach vorne über Hofmann. Knappe Viertelstunde war dort gespielt, fehlte auch nicht so viel. Holtmann, Hofmann dann mit seinem schwächeren rechten Fuß doch deutlicher vorbei. Kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal Stuttgart. Thiago Thomas hat das Auge für Chris Führich, der plötzlich viel Freiraum hat und das 1:0 erzielt. Steht nicht im Abseits, da ist die Mitte aber viel zu offen. Die Defensive ein großes Problem beim VfL Bochum. Die schwächste Tordifferenz. Hier hat man gesehen, warum das der Fall ist. 1:0 zur Pause. Bochum aber steckte nicht auf. War ja gut im Spiel, aber verpassten es selber zu treffen. Bis in die 53. Spielminute. Philipp Hofmann wuchtet den Ball mit aller Gewalt in den linken Knick und lässt Müller keine Chance. Bochum hatte nun Lunte gerochen, Stöger auf Holtmann, knapp vorbei. Es wäre kein Abseits gewesen, der Treffer hätte gezählt, aber Müller macht den Winkel spitz, sodass Holtmann nur das Außennetz trifft. 20 Minuten noch zu spielen. Luca Pfeiffer ersetzt den gesperrten Guirassy, Sosa, Führich, Pfeiffer! 2:1, 71. Spielminute. Die Führung, die zweite des Nachmittags für Stuttgart. Und der VfL Bochum, er rannte noch an bis zum Schluss. Brachte große Räume für Stuttgart, die versuchten sie noch auszunutzen. Nachspielzeit abgelaufen bereits. Führich bringt den Ball in die Mitte. Silas scheitert an Riemann. Und das war das letzte Highlight der Partie. Stuttgart gewinnt tatsächlich das erste Mal in dieser Saison und setzt sich damit etwas von Bochum ab. Union Berlin ist nach wie vor Tabellenführer. Das knappe 1:0 gegen Stuttgart konnte eine gewisse Abgezocktheit unterstreichen. Nun der BVB. Zuletzt war es hier in der alten Försterei für den BVB erfolgreich in der Vorsaison. Gewann man hier. Und jetzt wollte man nachlegen und die Eröffnung hatte Daniel Mahlen auf dem Fuß. Frühes 1:0 für Dortmund und sie legten schnell nach in der 19. Minute. Karim Adeyemi trifft stark ins lange Eck. Da ist für Renault nicht zu halten. Ein extrem guter Auftritt der Dortmunder im ersten Abschnitt. Moukoko, Adeyemi und Schlotterbeck. 26. Minute, Renault hielt seine Mannschaft im Spiel. Man merkte nun doch bei den Unionern, dass sie am Donnerstag noch ran mussten in der Europa League. Das zerrte an den Kräften. Dortmund ja schon am Dienstag im Einsatz. Das sind 48 Stunden, die Dortmund mehr Zeit zur Erholung hatte. Aber zu Beginn des zweiten Durchgangs dann auch Union Berlin mal vorne vorstellig. Robin Knoche nach einem Eckball vorne geblieben. Wird etwas aus den Augen gelassen, doch Gregor Kobel pariert und lenkt den Ball um den Pfosten. Dortmund brauchte ein wenig, um wieder Fuß zu fassen in Durchgang 2, wurde dann aber wieder brandgefährlich. Mats Hummels
mit aufgerückt. 65. Minute 0:3, die Entscheidung in diesem Spiel. Sie war wohl gefallen. Aber Union bot seinen Zuschauern nochmal was. Schäfer im Nachfassen macht er ihn rein, scheitert erst mit dem linken Fuß an Kobel, setzt danach per Flugkopfball. Betreibt aber auch nur noch Ergebniskosmetik. Es bleibt beim 1:3, verdienter Auswärtssieg. Gut von Dortmund präsentiert nach dem 2:2 gegen die Bayern. Schlagen sie nun den Tabellenführer von Union. Ligatechnisch ist bei dem FC Bayern noch Luft nach oben. In der Champions League rasieren sie nur so durch. Der Sieg gegen Pilsen war schon nach der ersten Halbzeit komplett. Am Sonntagabend ging es dann gegen den SC Freiburg. Tabellarisch ja ein wahrhaftiges Spitzenspiel. Platz 3 gegen Platz 2. Freiburg steht nicht zufällig da oben. Ist aber dennoch Underdog, vor allem hier auswärts in München. Die Bayern taten sich aber schwer, Chancen zu kreieren, und Freiburg war auch schon früh in der Partie gefährlich. Über Gregoritsch kommt da doch recht frei zum Schuss, setzt den knapp vorbei. Neuer hätte das Nachsehen gehabt, muss aber eben nicht eingreifen. Knapp eine halbe Stunde von der Uhr. Der FC Bayern München mal nach einer Standardsituation. Mané, Müller aus der Drehung. 29. Minute. Die beste Chance im ersten Abschnitt. Aber vorbei. Müller noch ausgewechselt aus Sicherheitsgründen gegen Pilsen. War jetzt wieder mit dabei. 0:0 nach 45 Minuten. Luft nach oben für die Bayern. Alles andere als zufriedenstellend. Dieser Spielverlauf, und Freiburg hatte die Chancen auf Konter. Gregoritsch findet Grifo. Wir sind schon in der 72. Minute. Es war ein zähes Spiel. Man merkte beiden Mannschaften an, dass sie europäisch spielten. Freiburg ja eben auch Donnerstag unterwegs, Bayern zumindest am Mittwoch, und deswegen hatten sie vielleicht am Ende noch die Luft, ein nachzulegen. Und in der 85. Minute war es dann soweit. Müller mit dem Distanzschuss ins Eck. Nicht zu halten für Flecken. Freiburg gab jetzt nach. Und Musiala hatte in der Nachspielzeit dann die endgültige Entscheidung auf dem Fuß. 2:0. Den Tabellenzweiten hat man damit überholt. Bayern schlägt den Sportclub aus Freiburg. Es war ein hartes Stück Arbeit, am Ende ist es aber das verdiente Resultat. Ja, das war's mit der Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der Kürze. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.